21. Okay. Bein. Ins Wer mich Bein. trifft. Ach, Er das schafft er. benutzt tatsächlich noch keinen Schicksalspunkt. Nein, das Das reicht. müsste der Ja, schaffen. das reicht. Mit seiner Rüstung reicht das. Gut. Du schneidest direkt zu. Der Stahl in deinen Händen, dir eine unvertraute Waffe, aber sie sinkt und sie lässt Blut sprudeln. Schneidest durch die Rüstung. Er gibt keinen Laut von sich, nimmt es einfach nur hin unter seiner Maske. Und dann hättest du noch eine Aktion. Nein, ich habe nur zwei Aktionen. Du bist auf ihn zugetreten oder was war das andere? Ach so, nein, wird er nichts machen? Er hat sich einmal orientiert. Ach so, genau, jetzt kommt seine zweite Ja, genau, er Ausfall. kann sich. Oh, Scheiße. Er würfelt einen Ausfall. Sechs. Gelungen. Ich habe keine Ahnung, wie Ausfall funktioniert. Das musst du mir bitte erklären. Ja, schauen wir mal rein. Ich glaube, Zulamin weiß das. Die kann uns das jetzt auch erklären, oder? Das ist richtig. Ich bin jetzt sozusagen Experte. Ich habe es nur noch nicht angewendet. Also, Wege der Wege des Schwertes. Man kann grundsätzlich nur einen Ausfall machen, wenn man eine höhere Ini hat. Das ist gegeben. Dann zum Einleiten eines Ausfalls hat er eine 4er Erschwernis. Wenn er BHK2 hat, hat er im Ausfall keine dritte Aktion. Aber alle Paraden sind für den Gegner um 2 erschwert. Und im Prinzip funktioniert es immer so, er macht eine Attacke und einen Schritt nach vorne. Eine Attacke und einen Schritt nach vorne. Und der Gegner kann nichts anderes tun, als das gleiche umgekehrt zu machen. Also Parade, Schritt zurück. Möglichkeiten, um da rauszukommen. Mutprobe. Mutprobe, genau. Aber selbst wenn die Mutprobe gelingt, ist die Parade, die man da noch würfeln darf, immer noch um 4 erschwert. Und der Angreifer darf Ansagen machen. Die dürfen nicht höher als 4 sein, und zwar Wuchtschläge und Finden, auch beides auf einmal, aber eben nicht höher. Genau. Also zusammengefasst, der Sinn der Aktion ist, er zwingt mich so lange in Ich die zwinge dich in die Defensive, Parade. Genau. bis ich da rauskomme. Okay, danke. Genau. Möchtest du stehen bleiben und den Schlag parieren? Dann musst du eine Mutprobe würfeln, ansonsten kommt jetzt die prasselnde Hiebserie. Ja gut, es macht ja keinen Sinn, nicht die Mutprobe zu würfeln. Also. Jo. Naja, er hat halt dadurch sozusagen eine Autofinte. Genau. Das erschwert, ist die Frage. Durch seine Rüstung. Schreckgestalt. Die Mutprobe ist plus 4 und wenn da noch eine Schreckgestalt dabei ist. Schreckgestalt ist, glaube ich, 5er Erschwernis, also wäre dann plus 9. Ich glaube sogar nur eine Mutprobe plus 1 oder Mutprobe plus 3. Glaube ich, das ist nicht so fies. Ja. Dementsprechend muss ich parieren. Ich Du habe gar keine musst Wahl, richtig? parieren, genau. Gut, dann ist Das legt das er da meine rein. Einleitung. Der Ausfall ist geglückt. Du musst parieren. Plus 4. Also dann plus 6 für mich, weil er ja die, weil er jetzt mich ja in den Ausfall gezwungen hat, richtig? Nee. Hat der Gegner beidhändiger Kampf? Ja. Aber er kämpft nur mit einem Schwert, mit einer Schwinge. Gut, ich denke, dann kann er diesen Vorteil nicht nutzen. Das heißt, es dürfte nur um die 4 erschwert sein. Ja, Okay. genau. Das ist gelungen, okay. Das war die erste Auswahl, alles klar. Dann bin ich fertig, du bist fertig, nächste Kampfrunde. Ich ziehe vor, Finte 4. Sie ist für mich aber um 6er Schwert. Warum erzähle ich später? Effektiv ist es nur eine Finte. Ist die noch erschwert durch dein. Durch Ja. dein. Ja. Um wie viel ist sie erschwert? 12. Um 12. Oh, Junge. Ich sag dir, das ist hier nicht balanced. Weggestalte wäre Sus, der über das Schlachtfeld schreitet. Ja, ich benutze einen Schicksalspunkt. 16, Wahrheit kommt wieder. Ja, er versucht zu finden und es gelingt nicht. Der Ausfall ist beendet damit. Das ist okay, das ist egal. Nein, das ist nicht egal. Wenn ihm eine Attacke misslingt, endet der Ausfall zugunsten von Rafim. Das bedeutet, der Aggressor verliert ein W6 Inni und Rafim darf einen Passierschlag führen, sofern er noch freie Aktionen hat. So, 1W6 Ini. Oh, Junge, 6.
auf die 20. Ja, Passierschlag mache ich natürlich. Ja. Treffer. Ich weiß nicht, ich will ja meinen Passierschlag parieren. Kann also, er das über- du musst, das ist eine Attacke plus 8, ne? Ist wahrscheinlich nicht getroffen, nicht genau. Ja, völlig recht. Wahrscheinlich. Aufmerksamkeit ja. Plus Kampfgespür. Ja, völlig recht. Dann möchte ich trotzdem jetzt erstmal einmal angreifen. Mach wieder eine 6er Finte. Bin ich so vorsichtig. Gott sei Dank. 6er Finte? 18er Erschwernis für ihn. Nee, dann pariere ich das nicht. Dann wandle ich um. Kannst Schaden machen. 21. In den Arm. Kein Problem. Und ich wandle meinen Angriff, wie gesagt, um. Ach, Junge. Nani! Er hat noch seinen Schützgaspunkt. Nee, den habe ich schon ausgegeben. Ich habe die 16 neu gewürfelt und habe wieder eine 16 ja. gewürfelt. Ach, fuck. Ja. Das ist aber nicht bestätigt, oder? Das ist. Ja, doch, mit seiner. Mit seiner Erschwernis. Ach so, ja. Stimmt. Mit der Erschwernis ist das bestätigt, ja. Nahkampfpatzer. Stolpern. Stolpert auf dich zu und verliert weiter 1W6, glaube ich, ne? Ja. War eigentlich ein Festbetrag bei Stolpern 4. Oder 4, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es immer 1W6 oder 4 ist. Okay, dann sind das seine beiden Aktionen gewesen und du hast. Noch eine. Du hast noch eine, ne? Na, weil er ja nicht gemacht. Also, er hat mich ja nicht getroffen, deswegen ja, brauchte ich nicht verlieren. Komm, kriegt er 2er Wuchtschlag und weil es ja ein umgewandelter Angriff ist, verliere ich 4 Punkte. Was sind plus 6? Ja. Mag. Treffen 20 Torso. Torso. 20 TP. Okay. Wieder die Selbstbeherrschungsproben. Das ist easy. Und ja, ich werde mich wieder einmal orientieren. Muss ich. Das ist meine erste Aktion. 26. Du bist dran. 6er Finte. 6er Finte. Ja. Ich würde dir so gerne zeigen, was die taurunischen Schwingenstile so können, ne? Das Problem ist, wenn der mich halt einmal hittet, dann bin ich tot. Nee, das ist es gar nicht mal. Noch nicht. Noch nicht. Also wie gesagt, das sind halt die 9 Schläge in Core, von Core nur in cool. Dafür muss er dich aber halt treffen mit einer Ansage. So, du kannst Schaden machen. Achso, du willst nicht verrieren? Nee, ich okay. Verriere nicht. Ich habe aber eine Finte angesagt. Also, 24. Bein. Ja, er blutet stark und zieht sein Bein mittlerweile auch nach, während er auf dich vordringt und würfelt selbst eine Finte. Wieder plus 4, Finte 4, hat aber eine 6er an. Ja, es ist einfach mit deiner dummen Schreckgestalt. Er trifft nicht, halt er schlägt vorbei. Da bin ich schon bei dir. Ja, ja, ich drücke ihm natürlich noch einen rein. Nur ein 2er Wuchtschlag, weil ich ja wieder umgewandelt habe. Ja, 19. Ja, zum ersten Mal spricht er und knurrt irgendwas von, du verstehst ihn nicht ganz. Arkansin. Kann ich irgendwas würfeln, um zu hoffen, den Mann zu verstehen? Oder ist es einfach... Du kannst ihn nicht verstehen, nein. Also eventuell, wenn du sowas wie Aureliani hättest, aber... Dieses Arkansin... Hättest du dem Priester zugehört, der mit Abel mir gesprochen hat, dann vielleicht... Ich kann Aureliani... Vielleicht knurrt er seinen Gott an oder so. Er möge dich richten. Sind wir nah genug, dass wir ihn hören können eventuell? Nee, das war zu leise. Das war wirklich nur unter der Maske für Rafim zu verstehen. Alles klar. Gut. Ja, ich würde das gerne anders machen, aber bevor ich diesen Kampf verliere, entwaffnen. Nicht unvernünftig. 8. Jetzt müssen wir rechnen. Sein Waffenmeister läuft auf Entwaffnen, dementsprechend auf die 24. Was hast du für eine Erschwernis? Eine 12er Erschwernis hast du mir reingegeben, ne? Du gibst mir eine 12er Erschwernis, dann ist das erstmal gelungen, das Entwaffnen.
Ich habe wieder keine Ahnung, wie entwaffnet funktioniert, leider Gottes. Das ist eine Angriffsaktion, plus 8 plus Ansage. Die plus 8 habe ich mir aber rausgekauft. Jetzt musst du, warte mal kurz, misslingt sie den Griff an speziellen, so mit dem Kampfstab. Entwaffnungsmanöver mit einer Finte könnte kombiniert werden. Um einen Gegner zu entwaffnen. Ja, toll, wo steht's denn? Achso, es ist mit einer speziellen Angriffstechnik möglich, einen Gegner zu entwaffnen. Und zwar mit einer Art, mit einer Angriffsaktion plus 8. Misslingt die nicht weiter erschwerte Parade des Verteidigers, so kann er noch mit einer KK-Probe plus 8 gegen Kenner der Meisterlichen entwaffnen, hat er wahrscheinlich KK plus 10. Er darf also ja. Eine normale Parade würfeln. Richtig. Ja. Auf die 21 nicht so. Und danach erkläre ich dir auch, was das Tolle an, der, an seinem Schwingstil wäre, wenn er denn mal getroffen hätte gegen dich. Du hast Parade gelungen, ne? Ja. Gut. Dann ist es einfach nur ein normaler Angriff gewesen, den du parieren kannst. Ich hätte jetzt gewürfelt einen Ausfall, 3 Finten, die ich mir erschwere, um jeweils für dich eine 4, für mich eine 6. Und danach haue ich dir einen Entwaffnen plus 15 um die Ohren. Was einfach für mich ein normales Entwaffnen ist. Also ich würfel einfach ein ganz normales Entwaffnen und für dich ist es eine Finte plus 15. Ah, okay, er baut praktisch da aufs Entwaffnen auf. Genau, ich sammle mir einfach gut. Punkte. Die Punkte kann ich für beliebige Manöver sammeln. Beim Chorspieß ist es einfach so, dass du dann die Schadenspunkte ansammelst von deinen Trefferpunkten und dann mit einem alle einmal raufballerst. Und bei den Tarunschen Waffenmeister und jüdischen Schwingstilregeln kannst du dir egal was aussuchen. Du kannst die komplett beliebig zusammenstellen. Und er hatte jetzt sich das Entwaffnen mit einer Finte dann zusammengestellt. Das ist okay, im Prinzip das ist, die Meisterparade, genau. Bloß halt über mehrere Runden. Die Meisterparade über mehrere Runden, krank, mit dem Waffenmeister modifiziert und dann alles fulminant nach vier Aktionen wärst du einfach entwaffnet, weil wer schafft die Finte plus 5, also Auto-Finte plus 15 mit einer KK gegen die plus 10. Das ist einfach, ja. Schafft einfach keiner. Ja, das ist das Kranke. Finte rein oder so. Genau, und er kämpft eben zusätzlich mit Titanium, also er tut halt auch weh, wenn er trifft. Aber er muss dich auch nicht treffen mit seiner Finte, ne? Er muss halt nur die Punkte ansammeln. Das ist das Kranke. Ah, okay. Gut, aber dann kannst du im Prinzip diesen Kampf auch beenden. Vermutlich, denn seine Lebenspunkte sind dann mit deiner Titanium-Waffe einfach... Also ich würde, wenn er seine Waffe senkt, würde ich den halt auch nicht töten, aber nö, wenn er mich halt... Er senkt die Waffe nicht. Ja, dann würde ich den Mann richten. Ah, warte, doch, warte mal. Wir machen das anders. Er senkt seine Waffe. Er senkt seine Waffe und geht mit seinem angeschlagenen Knie auf ein Bein. Ja, ich schaue ihn mal fragend an und wollte gerade zum nächsten Schlag ansetzen. Du kannst erkennen, wie sich jetzt die zweite Statue erhebt. Der hohe Guerei, Sadur, und tritt von hinten an ihn heran. Er zieht sein Schwert. Ein zweiter Herausforderer. Sehr, sehr interessant. Und währenddessen kannst du erkennen, wie der Schwertmeister einen kleinen Dolch hervorholt. Raffin, warte noch. Ob du gegen zwei kämpfen musst, da kannst du erkennen, wie sich Rutun vom Soraktor den Dolch in sein eigenes Herz hineinsticht. Er bleibt weiter auf den Knien. Du kannst die schmerzgequälten Augen erkennen. Er dreht ihn einmal selbst um. Du kannst das matschige Blut hören, das Herz, wie er sich weiter aufschneidet. Und dann zuckt die sirrende Klinge vom Guerai herunter und der Kopf rollt und rollt. Dann gibt es ein leises Klatschen und nur noch Dampf. Ja. Raffin würde einen eigenen Opfer durchziehen und ihn sich auch über den Arm ziehen und auch Blut opfern. Versteht ihr, was die machen? Das sind deine Leute. Das sind nicht meine Leute. Aber vielleicht ist das kulturell bedingt. Wartet.
Ich würde mir den Dolch mal angucken, mit dem sich der Samurai gerade selbst gerichtet hat. Ja. Ohne Probleme durch seine schwere Rüstung durchdrungen. Schimmert blau. Und während du vortrittst, direkt vor dir steht auch noch der Zweite mit seinem Schwert. Er legt es auf seine beiden Arme und bietet es dir an. Verbeugt sich. Ohne ein weiteres Wort zu sagen. Du kannst noch ein leises Shinxiadit hören. Mir bietet dir das jetzt an oder Rafim? Den Kämpfern, also ja, euch. Du bist der Adjutant von ihm, also bietet er dir das Schwert an von ihm. Er gibt sich. Ich glaube, er gibt sich, Rafim. Boltax, ich bin total überfragt, was die da machen. Was machen die da? Ich glaube, es wäre jetzt gesellschaftlich opportun, ihm das Schwert abzunehmen. Und sein Gesuch nach dem Ganzen nachzukommen. Ich würde mal auf Aureani fragen. Ergebst du dich? Soll ich Aureani würfeln oder was? Ja, Aureliani auf alle Fälle. Und er muss auch auf seine Sprache würfeln, weil er halt keine Aureliani spricht, aber was es halt ähnlich ist. Und willst du einen Schicksalspunkt benutzen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal 19 oder alles? Alles, so 19, 17, 19 beschissen. Mhm. Er überlegt kurz und antwortet dann auf Aureliani. Wie auf die Kill mit du. Bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Aber wenn du verstehst, was er sagt, was sagt er denn? Ich wusste, glaube ich, ganz verstanden, was er gesagt hat, ich sag, aber. I need my honor back. Ich habe keine Ahnung, was. Er ist ein urtümlicher Dialekt, eine komplett andere. Fast eine andere Sprache. Probier es mal zu interpretieren. If I don't want to lose my honor, you have to kill me. Ah, er fragt, glaube ich, ich bin mir sicher, ob du ihn töten willst. Weiß ich nicht, Boltax, das ist dein Heiligtum, das musst du doch wohl entscheiden. Na gut, dann töte ihn halt. Ich meine. Ja, Boltax, hast du das Schwert? Ich würfe mal auf. Ich glaube, Etikette wäre das. Etikette, ja. Etikette ist besser als Kriegskunst. Genau, Etikette wäre das am ehesten. Ein Talent, gut, ja. Wo ich furchtbar bin. Aber egal, schauen wir mal. Nein! Ja, warum nicht? Ich nehme das Schwert. Ja. Du nimmst es ihm ab und er dreht sich um, sodass du dann in seinem Rücken stehst oder halb versetzt in seinem Rücken. Und dann greift er ebenso an seinen Gürtel und zieht einen gleichen Dolch. Er nickt dir kurz zu und rammt ihn sich dann ins Herz. Verdammt nochmal, was sind das für Leute? Boltax, los! Ja, im Namen von Sumo, wir danken dir für dein Opfer. Ich bin etwas überfordert. Ich kenne diese Leute nicht. Er klatscht nach vorne und der Dolch verschwindet in seinem Brustkorb. Ich glaube, du hättest ihm den Kopf abschlagen müssen wie seinem Herrn. Ich bin so überfragt, was hier gerade passiert ist. Boltax hätte das tun müssen. Das waren Verrückte. Ich glaube, es ist, dass er nicht so sehr leiden muss. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid. Ich bin mit den menschlichen Gebräuchen nicht so vertraut. Ich kann dir versichern, das war von uns sicherlich kein Gebrauch. Ja, ich würde ihm dann auch den Dolch aus den Rippen entfernen. Dann würde ich weiß nicht, Rafim das Schwert in die Hand drücken und ich würde die beiden Dolche an mich nehmen. Ja. Das war seltsam, oder? Irgendwie schon.
Möchte jemand einen Grabsegen sprechen, Boltax? Nun, es ist nicht das Übliche, was ich tun würde. Ihr könnt mich gerne unterstützen, aber ich würde gerne ein paar Worte verlieren. Erin Sumur, Herr Angrosch, Sohn der Sumu. Diese beiden sind heute im Angesicht Kors gefallen. Der große Krieger Rafim hat gezeigt, was in seiner Möglichkeit stand, und sie gaben willig ihr Leben, um dich, Dumu und mich, Angrosch, zu ehren. Ihre Gebeine ergeben wir, wie es Brauch ist, den Flammen, und ihre Geschenke halten wir in Ehren. Mögen ihre Götter und unsere über ihre Seelen lachen, auf dass sie in ihre und unsere Paradiese eingehen. Ja, Chor sei mit euch. Ich trete ein wenig näher und beuge mich herunter an dem nun kopflosen Leichnam des Kriegers, der gegen Rafim gestritten hat, und hebe in diesem wenig an, um die Rüstung zu betrachten. Was das für ein Material? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, wir sollten die Rüstung zu den Einäugigen geben. Und das Schwert? In 90 Jahren wieder. Das Schwert, ich weiß nicht, ich spüre Bosheit darin. Wir sollten schauen, dass wir uns ihm entledigen. Ja, wir sollten das den Einäugigen geben, oder? Warum werfen wir es nicht hier in diesen Lavasee? Zusammen mit den Gefallenen. Ja. Ja, Boltax ist dein Heiligtum, musst du entscheiden. Wie gesagt, Angroschs Wille sei ihnen übereignet. Ja, und dann würde ich die Leichen so präparieren, dass sie ein halbwegs würdevolles Begräbnis haben und sie dann in die Lava reinstoßen. Steckt deren Dolch, mit dem sie sich getötet haben, noch in der Brust oder sind die einfach verschwunden? Die hab ich abgenommen. Ach so, okay. Genau, ich hab die beiden Dolche. Er sah ganz scharf auf das Titanium. Ein Metall, das nicht von Sumu kommt. Ja, Boltax, und das Schwert wird's jetzt auch versenken. Nun, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht sollten wir wirklich noch einmal nachfragen. Ich bin kein Experte für Metall. Aber ja, im Zweifelsfall versenken wir es. Es ist böse. Ja, ich würde das Schwert einmal anschauen. Sieht jetzt nicht böse aus. Es ist im Schwert. Ich würde es dir mal in die Hand drücken. Ist so eine säbelartige Waffe, aber irgendwie fremdländisch. Also, ist auch nicht so Kunchoma-Stil. Es ist einfach. Vielleicht ist der Griff zu lang, würdest du meinen. Ja. Also eine Säbel mit einem sehr langen Stiel. Hörst du das auch? Ja, spüre ich irgendwas. Du spürst auch Bosheit, ein leises Flüstern. Ja, es ist. Oh, ja, Boltax, ich merke, was du meinst. Ja, nicht wahr? Aber damit kenne ich mich nicht aus, das ist was für Magier. Das zeigt einer hier. Boltax, bevor wir es jetzt Abel mir geben und dann sagt der Heuer, muss es behalten, weil es angucken muss. Soll ich es lieber gleich ins Feuer schmeißen? Ja. Ihr habt gesagt, ich soll es mir anschauen. Schmeiß es ins Feuer, Rafim. Es war dein Sieg. Ich denke, es ist deine Aufgabe, das Schwert hier zu versenken. Ja, natürlich. Aber ich möchte gerne dorthin gehen, wo wir auch die Leichen versenkt haben, und dort das Schwert versenken. Ja, es versinkt. Auch wenn du nicht siehst, dass es schmilzt oder läuft, aber es versinkt. Und damit ist es unrettbar verloren. Ja, genau, das war ein kleines Vermögen, was sie da gerade beerdigt haben. Genauso wie die Rüstung. Damit könnte man so viele Schiffe kaufen. So viele Schiffe.
So viele Rotzen. Och, Diamantis, was schaut ihr denn so zaudert rein? Ich glaube, er ist ergriffen von dem Moment. Oh, ja, das kann ich verstehen. Boltax, deine Rede war sehr schön. Schön, danke schön. Also ich bin ja immer noch ergriffen von der Hochzeit oder von der Verlobung. Oh, das war ja viel schöner. Ja, natürlich, ja, natürlich. Sehr ergreifend. Das war ergreifend. Ja. Ja. Das stimmt, aber ich gestehe, ich bin ein wenig verstört von der Art, wie sie gestorben sind. Naja, wir müssen jetzt erstmal den großen Mann fragen, ob er seine Waffe wieder haben will. Ich glaube ja. Das wäre jetzt die richtige Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er die wieder haben will, aber sprich ihn als Monade an oder bei seinem Namen. Was ist denn sein Name? Monat. Monat. Ja. Monat. Würdest du. Der andere ist cool. Kulokür. Ja, ich führe euch. Keine Sorge. Kommt mit. Und während ihr die lange Reise wieder zurück ins Herz des Berges tut, könnt ihr mit euren Gedanken allein sein, was er euch gebracht hat, die Rätsel gelöst, eine Zeremonie, ein Meister des Feuers getroffen, seltene Metalle, tarunische Globulenkrieger, auch wenn man sie nicht Globule nennen soll. So denkt ihr nach. Und die Flammen zeigten wie den Feuerberg in Nagadosh. Hinab innen und durch die Glut von Sumos Blut führte der Weg. Wunderwerke sah ich und Zeichen des Angram umtanzten mich auf diesem Weg. Blickte die Flamme Glost, Angrosch, Esse im Herz der Welt. Und Wärme durchströmte mein Herz. Rundum waren die Kinder des Vaters und ich spürte, dass ich an den Ursprung zurückgelangt war. Doch dann fiel der Umriss einer achtfingerigen Hand über Glost und die Flamme verlosch. Dunkelheit breitete sich in der Esse aus. Und viele Kinder Angrosch verbargen sich in den Klüften der Welt. Jene Kinder, die tapfer ausharrten, erkalteten jedoch in Herz und Geist und vergaßen den Vater. Angrosch dauert seiner Esse. Und ich fühle, er will, dass wir sie neu entzünden, vom Schatten und dem Dunkelheit reinigen, auf dass er seine Kinder dort neu schmieden kann. Angrosch hat mich erwählt. Vision des Grombasch, Sohn des Grammer. Augenblicke, bevor er sich in einen der Opferschächte stürzte.